Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock! Immer wenn meine Mutter telefoniert und ich im Hintergrund rede. Marian? Kannst du mir kurz warten? Thomas! Halt deine Fresse! Marian, ich bin wieder da. Wie war das nochmal mit deiner Kleinen? Hey, was war's? Was? Deine Außen gestohlen. Hey, Digga, gibt's Ruf. Wo ist sie da? Hey, Digga! We catch ourselves a baby hammerhead. Look at him. Oh, cool. He's so cool. Mit dieser Klasse hätte ich freiwillig die Schule abgebrochen. Kreisverkehr, da kommt der Kreisverkehr, da kommt der Kreisverkehr. Wir sind im Kreisverkehr, wir sind im Kreisverkehr. Wir sind im Kreisverkehr. Das war der Kreisverkehr, das war der Kreisverkehr. Oh mein Gott. Hallo, lieber Herr Frank Buschmann. Können Sie mal aufhören mit Ihren Scheiß-Kommentaren bei FIFA 23? Was denken Sie eigentlich, wer Sie sind? Ich schwitze in der Weekend League und du musst hier nicht nochmal nachtreten. Was? Funktioniert das wirklich? Jung, ist aus dem Viking ausgebrochen? Immer wenn man im Supermarkt nach etwas fragt. Entschuldigung, können Sie mir sagen, wo man Klopapier gekriegt? Ja, kommen Sie mit. Ah, jetzt kommt wieder das Gerenne. Ach, das ist doch schon... Ich habe das noch nie so erlebt. Ich weiß, dass das darstellen soll, dass die Supermarkt-Mitarbeiter sehr schnell gehen können. Aber ich habe das noch nie so erlebt. Meistens bin ich immer schneller und muss dann langsamer laufen, damit die auch hinterherkommen. Weil die sollen ja vorgehen, weil ich weiß ja nicht, wo es ist. Yo, ziehst deinen mit, Alter. Ah, danke schön. This is a plug. This is an American. Erstmal komplett ein Umweg. You see? That's American plugs. Look at the Chinese plug. Hui, hui, hui. Wieso ist Luciano einmal auf der Bühne und einmal in der Kraut? Jesus, what's up? Jesus, what's up? Unfassbar. Bro! Unfassbar. Was machst du hier, Bro? Was machst du hier? Was machst du hier, Mann? Ey, das ist ja geil! Junge, was geht ab? Get you! Get you! In Deutschland würde ich sagen, nope, weil halt vorne die Scheibe komplett beklebt ist. Ich weiß nicht, ob das in Amerika genauso verboten ist wie bei uns. Wenn zwei beste Freunde ein Referat halten. So, liebe Klassenkameraden, heute präsentiere ich und mein Bruderherz euch, was mit euren Zähnen passiert, wenn ihr eine längere Zeit eure Zähne nicht putzt. Wohin gehst du? Ich wollte meine Nase putzen. Es juckt voll. Juckt es? Ja. Mich aber nicht. Pisser, setz dich wieder. Jetzt erklärt mein Bruder euch, was mit euren Zähnen passiert, wenn ihr eine längere Zeit eure Zähne nicht putzt. Hört gut zu, okay? Ganz einfach. Riecht nach Scheiße. Und am Ende andere Menschen tot. Das ist aber dann schon extrem. Der war gut. Andere Menschen tot. Okay, der war echt cool. Was ist das bitte für ein geiler Fahrlehrer? Da stand 60, nicht 50, ne? Ja. Ja. Du musst auch das fahren, was erlaubt ist, ne? Halt mal hier rechts bei den Tonnen an, einmal. Einmal kurz hier stehen. Sollten die Omis und Obis mal machen, Alter. Ich habe das jetzt die letzten Tage so oft erlebt. Du bist auf einer Strecke, wo du 100 fahren kannst, musst. Du sollst ja mal das fahren, was du musst, darfst, sollst. Wie heißt das, weiß ich nicht. Und die duckeln da mit 50 lang. Manchmal kommen sie sogar über die Mittellinie. Ich denke mir nur, Alter, hast du deine Brille im Klo vergessen? Stopp. Ja, ich verstehe ja bei schlechtem Wetter, okay. Da fährt man ein bisschen langsamer, mache ich auch. Wenn es extrem regnet, sollte man auch. Aber bei Sonnenschein und Bombenwetter, 50 über einer 100er Straße, da kriegst du Krise. Bei der Tonne, ja, nur ein Stück vor, ne? Klein Stück vor, klein Stück. Gut, mach mal Deckel auf. Mach mal auf. Sind da noch 10 km/h drin, die du verloren hast, oder? Der war gut. So, wir machen Kopf raus. Ne? Und nächstes Mal Blinker links, wenn du anfährst. Ne? Siehst aus wie so ein Ninja-Turtle da, weißt du? Nein. Mit ihm hier wieder. Ah, geil. So, Hauptsache, du hast eine Geschwindigkeit in der Mülltonne wiedergefunden. Wo da gerade ja. Das Schild war, dieses einmalige Vorfahrtsschild, erinnert mich an eine Straße, die ich öfter langfahren muss. Da ist ein, wie heißt das Schild?
Vorfahrtsgewehr, nee, Hauptstraßenschild, Vorfahrtsschild, ich weiß nicht, hier dieses gelbe Viereck-Dingens da. Sagen wir mal, so lang ist die Strecke. So lang, ja. Ab hier kommt so die Kurve. Hier steht dieses Hauptstraßenschild. Und 5 Meter hinter diesem Hauptstraßenschild kommt einmalige Vorfahrtsschild. Warum? Wunderbar. Ich wollte gerade sagen, oh, Mama wird böse. Hey, Bro, Bro, Bro! Thank you so much, you just saved my life. How yeah, can no help problem. You? Wollt ihr auf Wetten das machen? Hey, wie kommt das Auto jetzt auf den Fußweg? Hey, hey! Haben wir vielleicht in diesem Fall zu viel Joints geraucht? Oder waren wir doch bei klarem Verstand? Wenn muslimische Jungs, die trinken, rauchen und feiern, herausfinden, dass in den Süßigkeiten, die sie gegessen haben, Gelatine drinne war. Der eine. Muss ich das jetzt verstehen? Der Typ also am Ende kippt einfach alles. Yo! Stand da gerade ein Security-Typ? Bitte, okay. Wow, Michel! Oh. Ah, Saloperie! Der Pflaumenmus-Ficker. Wer war das? Schrie Junge. Der König. Eben noch hatte er gemütlich beim Frühstück gesessen, aus dem Fenster geschissen. Ja, mach ich auch immer beim Frühstück. Den Vögeln im Garten zugehört. Oh, Mama. Sich auf seinen Geburtstag gefreut und mit behagen Sack in sein Pflaumenmusbrötchen gebissen. Da! Plötzlich ein Knall! Der König sprang entsetzt beiseite und sein harter, riesiger Schwanz krachte auf den Frühstückstisch. Oh, das möchte jeder. So ein Königsgemächt auf dem Tisch haben. Ich glaube, unser Pilot hat ein bisschen reingeschissen. Oh my God, what the fuck, what the fuck? Hit my mom in the nose. Each bowl has 2 packs of ramen, exactly 2 packs. Was hat der vor? Was haben die vor, Alter? Was gehört dir, wird aber hauptsächlich von anderen Leuten benutzt. Ich mag den echt nicht mehr, den Typ. Seit er jedes Mal so seltsame Videos gemacht hat, wo der, ach, ich sag mal, das waren so verarsche Videos, die nicht aufgelöst wurden und dann immer auf 2 Parts aufgeteilt. Dann hast du den 2. Part aber nie gefunden. Ah, ich fand damals seine Straßen-Magic-Videos echt cool. Aber dann, nachdem er den Aufstieg hatte, fand ich eigentlich echt, dass er seltsam wurde. Ja, Frau. Frau? Das war eine gute Antwort. Da ist eine Freundin, da ist eine Frau, die gehört dir, aber wird hauptsächlich von anderen. Vielleicht so ihre Freundin, sie wird die auch so benutzen. Ah! Die Antwort war gut. Dürfte die Musik von unserer Präsentation aussuchen. Und das ist das Ergebnis. Oh nein. We were allowed to pick the music for our 3D presentations. Enjoy. Wait for it. Vielleicht ist es ja eine Musikpräsentation, wer weiß? Jetzt kommt was Passendes, aber jetzt gleich. Also diese Präsentation hat doch eine 1 verdient. Number 15. Twerking Chicken. The twerk. Immer dieser eine Typ auf der... Gab's da nicht mal früher eine Werbung, wo so ein Hähnchen getanzt hat oder so? Hausparty. Was geht? Kumpels von mir sind gerade in diesem Studio. Es ist niemand Offizielles mehr da. Was ist das denn für ein... Ich meine richtig Absahn. Red nicht von... Geh weg hier. Jetzt mach ich richtig Geld mit dem Pfand. You know who the first president of the USA was? Jetzt wird's reich. George Floyd. I mean, his name is also, George, das though. Höchste, was ich an Pfand abgegeben habe und am Geld rauskam, waren, glaube ich, 80 Euro. I just don't know the last. Ich kann das alles einfach nicht mehr. Ich hab einen und Pop. Und zerlegte. Und meine Pop-Mama heißt Leila. Sie ist schöner, jünger, geiler.
Das ist so krank, was um den Lied für ein Drama gemacht wurde von meisten Eltern, die ihre Kinder beschützen wollen und selber nicht wissen, was ihre Kinder eigentlich wirklich tun. Es ist ein Lied, das harmloser ist als Lieder, die wir früher hatten. Ich möchte sie jetzt nicht vorspielen oder vorsingen, weil sonst sagt YouTube, mach dich Mafia. Die gibt's aber auf YouTube. Da dachte ich mir nur so, wisst ihr überhaupt, was eure Kinder da auf Spotify hören mit ihren Handys? Die kennen das Lied schon, bevor ihr das kanntet. Nee, die kannten das Lied schon, bevor ihr das kanntet. So rum. Junge, dabei ist das Lied eigentlich ganz nice. Wenn man diesen einen Freund kleiner Mann nennt. Der war gut. Okay, das war echt cool. Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen wie mir. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus.